Crazy Taxi 3. Oh. Das ist ein bisschen laut. Hallo. Aber wenigstens hat er uns schon mal die Ansage erspart. Oh ja, stimmt. Wir zocken Crazy Taxi 3. Also das müssen wir auf jeden Fall laser machen. Ja. Oh, jetzt müssen wir auf jeden Fall laser machen. Das haben wir ziemlich neu mit der Gamer, hey. So ist gut. Ja, wollen wir einfach mal hier. Crazy Taxi 3. Genau. Wir müssen dazu sagen, es ist eine Kindheitserinnerung. Das gehört zu unserer Let's Play Kindheitserinnerungsserie. Dazu, da machen wir noch eine schöne Playlist für euch. Was nehme ich denn? Wir nehmen den hier. 10 Minuten darf ich fahren. Und dann wird das ein 20-Minuten-Part. Genau. Da müssen wir nämlich beide noch ein bisschen was machen. Bisschen. Jo. Lernen, bisschen Ham-Ham. Bisschen Ham-Ham, ja, genau. 10 Minuten, mein Name ist Mark Coxy und das hier ist der Trap. Genau. Und wir beginnen hier jetzt einfach mal. Fahr den nicht kaputt. Den kannst du nicht kaputt fahren. Ah, okay. Ja, klar. So, Crazy Taxi. Passt auf, was jetzt gleich hier geschieht. Wow, das Auto jumpt. Und hier sieht man das Geld, wo wir verdienen, über dem Kopf des Fahrgastes. Und da müssen wir rein und diesen abliefern. Und wir müssen hier viele Jumps machen, dass der auch viel Trinkgeld zahlt. Und wir fahren da jetzt einfach mal runter. Und jetzt Jump. Hui. Das ist eine Hammer. Oh, wir haben ja gar keinen Fahrgast. Egal, nimm ja, die nächsten unten. Machen wir einfach da unten. Da gibt es einen. Anhalten Kunden mit dem, das ist das Ziel. Das ist einfach Stopp. Hammer geil. Nein, da vorne ist auch noch einer. Okay. Da, der im Roten. Und das ist echt eine fetzige Musik. Und ja, ein uraltes Game. Uraltes Game, aber wirklich, man muss sagen, für damals ist es eine richtig geile Grafik. Ja, sogar noch besser wie USA-Raser, muss man auch sagen. Muss man sagen, viel mehr Details hat man bei dem Spiel. Ja, genau. Das. Und es ist einfach schärfer. Es ist schärfer, ja. Man muss auch natürlich dazu sagen, dass die Auflösung auch ein bisschen besser ist. Man hat die jetzt 1280 mal 964 oder sowas. Gott, nein! Über den Fahrgast ist übrigens ein Zeitlimit und wenn wir bis dahin nicht am Ziel sind... Man kann natürlich ein Crazy Taxi auch unter Wasser Leute abholen und unter Wasser mit dem Auto rumfahren. Ist natürlich ganz normal. Habt ihr mit eurem Taxifahrer bestimmt auch schon gemacht? Wo ist denn hier? Leck mich am Arsch. Wir kommen ja nie mehr raus. Doch, das schaffst du. Ja, irgendwo gibt's da so... Nee, du schaffst es auch so raus. Du musst nur ein richtiges, richtigen Punkt finden. Der ist jetzt eh gleich weg. Okay, da kommst du nicht hoch. Aber jetzt... Wow! Bad. War einfach nur scheiße, ja? Ja, es kommt. Fahr am besten nicht mehr ins Wasser. Es hat auch wirklich, man muss auch sagen, die Kanten sind auch schön geschärft. Also das ist einfach Crazy Taxi, das ist einfach geil. Und ja, es heißt ja nicht umsonst verrücktes Taxi, ja? Ja. Aber gibt es da einen Nachfolger davon? Interessiert mich ja nicht gerade. Glaube ich eher nicht. Komm, wir nehmen also eine Zweiergruppe mit. Es gibt eine Einsergruppe, eine Zweier bis zu einer Vierergruppe. Natürlich, das sind natürlich Leute, die... Oh ja. Ja, erzähl. Ja, genau. Also die kommen... Es macht teilweise gar keinen Sinn, weil... Ja, okay, das Spiel macht an sich keinen Sinn. Okay. Ja, aber es muss ja nicht jedes Spiel Sinn ergeben. Musst du einfach mal zugeben, so salopp, das auch gesagt. Aber es ist geil. Ja, definitiv. Und für uns war es damals eine richtige Herausforderung. Oh ja, heute ist das alles ein bisschen chilliger. Ach, liebe Zeit. Und die Musik ist auch fetzig. Die ist auch fetzig. Aber ich hoffe, dass wir damit der GEMA keinen Ärger bekommen. Ich hoffe, dass es natürlich keine GEMA lizenzierte Musik ist. Aber es dürfte eigentlich doch funktionieren. So, den haben wir auch rausgeschmissen. Nehmen wir den hier mit. Wir haben noch 6 Minuten Fahrzeit.
da kriegen wir noch was hin. Ich muss ehrlich sagen, also wenn du da die Stufe A erreichen willst, also das Beste, das schaffst du nicht. Ich habe immer D oder so erreicht, aber niemals A oder B oder C. Das ist einfach zu heftig. Zu heftig, ja. Muss man. Also hat einen ziemlich schwierigen Schwierigkeitsgrad. Ja, hast du ziemlich, gerade den Vulkan gesehen. Einen ziemlich hohen, ja. Also es riecht, also die Details sind wirklich gut, muss man wirklich sagen. Schau mal auf der Hülle, wie alt Crazy Taxi ist. Liegt vorm Bildschirm auf dem Tisch. Ah ja, da ist. Einfach wegnehmen und schauen. Man wird es nicht glauben, aber es ist von Sega 2002, 2003. Wow, ich weiß mal, das habe ich mal auf dem Bazar gekauft. Auf dem Bazar und 2 Euro oder so. Also, oh, das wird knapp. Boah, in der dritten Sekunde haben wir noch einen. Und es braucht wahnsinnige 256 MB RAM. Ist ja lustig, ein Viertel Gigabyte, wenn man das so sagen kann. Oh, scheiße, wir müssen Rückwärtsgang. Error. Das finde ich ein bisschen scheiße hier. B, V, vorwärts, so jetzt. Das mit dem Umschalten. Ja, das ist ein bisschen blöd. Man hätte es anders lösen können, man kann nach vorne. Oh, das packen wir nicht. Ah doch, kriegen wir hin. Das ist cool, das ist eigentlich voll geil. Game Time sind 10 Minuten, das heißt, man kann danach wechseln wir und dann hier 10 Minuten und dann. Genau, dann haben wir 20 Minuten, die perfekte Party. Wir machen natürlich hier. Oh Gott! Wir machen hier natürlich jetzt kein. Naja, das war's. Game over. Wir können hier natürlich jetzt nicht alles durchzocken, wenn man das Spiel hat. Man kann das Spiel eigentlich nicht durchspielen, oder? Nein, da gibt's da noch so. Das heißt, wir machen hier jetzt quasi nur so eine kleine Einführung, dass ihr mal seht, wie es aussieht. Und eine ganz, also eigentlich, ich glaube, 20 Minuten reichen da, um gut Einblick in das Spiel zu bekommen. Selbstverständlich. Und die Bonusmissionen, das sind ja so viele unterschiedliche, die müsst ihr so alle in einem Let's Play verfassen. Genau. Und das wird auch irgendwann langweilig. Ich glaube, ja genau, vor allem für euch wird es langweilig. Also ein Let's Play lohnt sich nicht. Wir wollen es ja in dem relativ kurzen Kindheitserinnerungen-Format halten und deshalb ist es, glaube ich, schon okay, so wie es ist, oder? Verdammte Scheiße, das ist jetzt ein schlechter Witz. Wir springen einfach mal nach links über Leitplanke drüber. Oh ja, gute Idee. Aber wir brauchen einen Fahrgast. Verdammte Scheiße. Wie viel haben wir jetzt? 2000 Dollar oder was? Ach, spring ja mal runter. Das hört sich ein bisschen so ähnlich an wie Green Day. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh, brauchen wir wieder Rückwärtsgang. Ich kann ja so lange mal so hier mal die Beschreibung vorlesen. Genau, ja, gute Idee. Let's make some crazy money again. Also jetzt lass uns ein bisschen verrücktes Geld wieder machen. Denn das Crazy Taxi ist back. Nach dem Erfolg einzelner Teile auf den verschiedenen Konsolen gibt es den Achis anarchistischen Fahrspaß endlich zusammen auf PC, CD-ROM. Richtig cool, nicht mehr auf Diskette. Übernehmen Sie die Rolle eines der 12 durchgeknallten Taxifahrer in Ihr Ziel. Viele Fahrgäste transportieren und richtig crazy Money machen. Von den steilen Straßen der Westküste bis hin zum Chaos im Small Apple und dem wilden Nachtleben in der Glitter Oasis rasen sie durch. Parkhäuser springen über Autos und ignorieren alle Verkehrsregeln auf der Suche nach der Abkürzung für mehr Trinkgeld. So, rasen sie bei Tag und Nacht mit einem der 12 verrückten Fahrer und ihren noch verrückteren Fahrzeugen durch alle 3 Städte. Beeindrucken Sie Ihren Kunden mit Crazy Driving, Drifting and Jumping. Das lässt jeden Taxameter nach oben schnallen. Nehmen Sie Elvis auf und bringen Sie ihn zu Pizza Hut. Oder das örtliche Footballteam. Das leicht hat man ja schon bei uns. Footballteam hatten wir. Hatten wir ja schon so 2 Typen davon. Ich glaube, da gibt es sogar noch mehr. Ich glaube, 4 Typen gibt es auch. Die hocken dann hinten noch auf der Motorhaube so ein bisschen drauf. Das örtliche Footballteam, das leicht verspätet zum Super Bowl muss oder doch lieber die Beachvolleyball-Damen. Spielen Sie die spannenden neuen Crazy Axe-Minispiele wie Crazy Ring of Fire, Crazy Tornado
oder Crazy Football und viele weitere frei. Toll! Geil! Also scheiß Beschreibung, aber gut vorgelesen. Mit Emotion, mit richtig Kraft in der Stimme. Wirklich, also wirklich. Betonung, erstklassig. In der Schule hätte es geheißen, ja, fahr runter, übertreib's nicht. Und wichtig ist natürlich, dieses Produkt ist natürlich kopiergeschützt und hat technische Schutzmaßnahmen, die dafür sorgen, dass man das Spiel nicht kopieren kann. Ja, das kannst du heute bestimmt übergehen, so alt wie das Game ist. Ja. Das wird unser letzter Fahrkunde sein. Und, was damals auch eine richtig coole Neuerung war, USB-Gamepads und USB-Lenkräder werden tatsächlich unterstützt. Wow, USB-Lenkräder, nicht schlecht. Nicht schlecht, also für damals wirklich... 2002 war's. 2002, 2003, wirklich Maß der Dinge, kann man sagen. Ich glaube, dass von der Grafik her kann man sagen, dass es wirklich von der wirklich mit vorne dabei war damals, würde ich sagen, oder? Ja, ja, definitiv. Ja, ja, Crazy Taxi 3. Und wie schon gesagt, obwohl wir das damals gespielt haben, da war wirklich die Hälfte vom Bildschirm weiß und du hast nur den oberen Teil farbig gesehen. Also, let's change the plans. Time out. Jetzt, wo bin ich? 8 Kunden. Und dann haben wir mal C, gar nicht übel. Gar nicht übel, Herr Kübel. So, gucken wir mal, was wir machen können. Jawohl, Trap übernehmen. Enter. Oder was willst du? Ne, Crazy X Minispiel machen wir nicht. Glitter Oasis, oder? Ja, mach. Machen wir mal. 10 Minuten. 10 Minuten arbeiten wir und gucken mal, was wir hinkriegen. Die wahrscheinlich. Wir brauchen ja eigentlich nur. VR-Pfeiltasten. Space noch. Und Leertaste, ja. Such dir einen Fahrer aus. Natürlich nehmen wir den. Sieht einfach geil aus. Also das Auto sieht geil aus, er sieht scheiße aus, aber trotzdem. Ja, gut, stimmt. Wie driftet man nochmal? Gar nicht. Da steht aber auch den Crazy Drift als für. Okay, Hyrule, it's time to make some real dough. Das weiß ich nicht. Here we go. Viel Spaß. Das Taxi sieht ja echt geil aus. Und dein Feeling? Ah, das ist ja schon geil. Mal wieder über, mal wieder. Jetzt ein bisschen. Ja, ja, ja. Mal wieder über Autos drüber springen ist natürlich schon geil. Langsam werden. Perfekt. Ja, für rückwärts. Auf, vorwärts. Das ist natürlich schon, da muss man natürlich erst noch sich ein bisschen angewöhnen. Ja, das hätte man anders machen können, aber mein Gott. Kommt rein, ihr Stinker. Mal schauen, ob du mehr oder ob du die bessere Klasse hast. Ich hatte C. Das war ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Wieso hakt das? Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das ja ein bisschen anstrengender für den PC. Das ist auf jeden Fall anstrengender. Das muss man schon, wahrscheinlich, man muss natürlich auch dazu sagen, dass natürlich auch mit Traps, ich weiß nicht, ob das so gern... Crabs hat manchmal ein bisschen Probleme mit verschiedenen Bildformaten. Da geht einfach gar nichts. Aber da ist auch irgendwie crazy. Da hast du einen 10 Jahre jüngeren PC und der packt ein 10 Jahre älteres Spiel nicht. Das musst du dir mal reinziehen. Ja. Und das ist noch ein Gamer-PC. Ja, es hat weniger an PC als mit Raps zu tun. Ja, aber trotzdem, das PC hat da bestimmt auch noch ein bisschen was zum Helden. Und es musste halt mit 20 Dingens auskommen und rein ins Wasser. Geil. Tja, das schaffst du nicht. Geil, das schaffst du echt nicht. Vor allem mit dem Scheiß.
Ah, oh, das regt mich auf. Oh. Tja, das war's. Achtung, jetzt springt er raus während der Fahrt. Das ist geil, wenn man ins Wasser konnte. Das ist so fies. Hoch! Jawoll! Ah, da war mein Kunde, da war mein Kunde. Klasse. Das ist echt fies. Aber da müsst ihr wohl damit klarkommen. Ich glaube, so schlimm ist er das auch nicht. Ja, es geht. Es geht. Aber trotzdem. Aber genauso sah bei mir Battlefield 4 aus mit 32 in B oder in Bit oder 8. Bit, verzeihen. Wenn ihr mir verzeiht, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr auch ein bisschen Arbeit? Der sah mir ganz nett aus da. Ja, Einzelpersonen sind am besten. Da könntest du eine Vierergruppe mitnehmen. Zu spät. Eine Minute Fahrzeit. 60 Sekunden. Laufen ab jetzt. Irgendwie erinnert mich das an Tabaluga. Im Fernseher. 60 Sekunden ab jetzt. Ist auch schon ewig nicht mehr gekommen. Oh, ich habe das schon ewig gehabt. Beziehungsweise, ich meine, es ist Ewigkeiten her, als das letzte Mal kam, so wollte ich es eigentlich sagen. Das letzte Mal, da war ich 14, 4 Jahre schon her. Ja, könnte hinkommen. Ich habe früher immer Cosmo und Wanda und Jimmy Neutron angeguckt. Oh ja, das habe ich. 14 war, da war das richtig in. Das habe ich gar nicht geschaut, da war ich lieber SpongeBob Schwammkopf. Ja, der Spaßbock. Wobei, da schaue ich heute auch noch an und ich stelle fest, es gibt immer wieder neue Folgen, die ich noch nicht gesehen habe. Oh, da ist eine Gruppe. Die zeigt es natürlich, oder habe ich es nicht gesehen? Kannst du ja nochmal umdrehen. Das ist eine Zweiergruppe. Ja. Wow, knapp. Aber so eine Zweiergruppe, wo die Fahrtstrecken 1000 Meter weg liegen, ist optimal. Ja, und die Vierergruppe, die packst du eigentlich nicht. Die ist heftig, ja? Ja, die ist echt heftig, ja. Ist dann, glaube ich, schon teilweise 2000 Meter weg. Mindestens. Oh, ab, du Gesicht. Du Gesicht. Ich mach dich gut. New Kids. Wenigstens kann ich jetzt nicht mehr so einfach ins Wasser. Oh ja, das stimmt. Du hast noch einen Fahrgast, du kannst keine weiteren Fahrgäste mitnehmen. Kann man nicht? Ne? Nein, kann man nicht. Selbst wenn da jetzt noch einer wäre, du könntest den nicht mitnehmen. Du musst erst den, wo du hast, ans Ziel bringen. Schön langsam da rein. Da hast du, glaube ich, eine Vierer, mindestens eine Drei, ne, Zweiergruppe. Zweiergruppe, die nehme ich natürlich mit. Zweier sind ganz gut. Ja. Ja, gut, die Strecken, ja. 1300 ist auch noch in Ordnung. Also die Musik ist auf jeden Fall cool. Wollte ich gerade auch sagen, die ist richtig fetzig für die Zeit, also muss man schon sagen. Was ist das? Hard Rock, oder? Kann man das so sagen? Hard Rock, Punk Rock. Oh, ich finde das so geil, da gibt es so ein Lied. Hard Rock, Halleluja oder so ähnlich. Hey, Hard Rock, Halleluja. Heißt das wirklich so? Heißt so, ja. Das finde ich Hammer. Ja, ich weiß nach vorne. Hard Rock, Halleluja. So, Halbzeit, 5 Minuten Fahrzeit bleiben wir noch. Normal. Oh, da gibt's auch noch was ich damals angeschaut habe. Norman Normal hieß das. Oh, das kenne ich. Das war geil. Ich wollte mir mal das als DVD-Box kaufen, aber das gibt's gar nicht. Boah, das ist eine Vierergruppe. Ich bin die Herausforderung an. Oh ja. Nee, eine Dreiergruppe. Ja, okay. Oh, ja, gut. Das wäre machbar. Definitiv. Ja, kriegst du hin. Oh, wenn mir diese scheiß Transporter noch. Oh, das gibt's Spring doch nicht. Drüber!
du jumps, glaub, relativ wenig. Kann ja, das sein? Ich bin es nicht so gewohnt, dass ein Taxi springen kann. Ja, ich auch nicht, aber ja, ich hab's einfach intus. Oh! Vor allem die Beschleunigung von dem Auto ist das nicht so toll. Muss man einfach sagen. Ich glaube, du knackst es. Du bist, glaube A oder B. B oder sogar A. Du kannst, glaube auch über die Rolltreppen oder auf den Rolltreppen rauffahren. Das geht da. Mach das mal das nächste Mal. Okay, spring raus, das Säcke. Aber so Gruppen, die treffen und wollen woanders hin. Ja gut, das stimmt auch. Wobei, das kommt ganz drauf an, wenn die beim Footballspiel waren und es sind drei Leute, die wo alle irgendwo anders wohnen. Das sind Drillinge, das sind Drillinge. Drillinge haben die gleichen Mutter. Okay, aber das sind älter, okay, dann wollen sie wahrscheinlich anders, aber trotzdem. Was ich da vermisse, ist die Entfernung an den Zielort. Nein, da vorne und, ist es. Aber das sind Vierergruppe. Jawohl, rechts. Fahr rechts ran. Nutten, Nutten. Bad Bundy, El Bundy. Viel Spaß. Ja, das packen wir. Na, das packst du echt nicht. Vor allem, wenn es hier jetzt noch so... Aber schön jumpen. Das gibt natürlich viel Geld, wenn da viele Leute drin sitzen. Die zahlen ja alle einzeln. Ich will erstmal die Leute loswerden. Jetzt jump mal. Das Wichtigste ist, dass du Geld verdienst durch Jumpen. Wenn du die so abbringst, kriegst du nicht so viel. Geil, eine Wand in meinem Jumps. Aber das musst du dir auch mal geben. Als Spielemacher, da lässt du die Leute, wenn die Zeit abgelaufen ist, egal wo du fährst, egal ob du in der Luft fliegst, die springen einfach raus. Die Rolltreppen bitte. Fahr auf die Rolltreppen. Das müsste gehen. Oh, schwierig. Aber schau. Wow. $10. Also insgesamt hast du $23 oder so gerade bekommen. Das packst du echt nicht. Nein. Den kannst du noch abgeben. Der andere durfte rein theoretisch nur 20 Meter weiter weg. 11 Sekunden. Nee, packst du nicht. Unmöglich. Das packst einfach nicht. Auch wenn du perfekt gefahren bist, das packst du. Jump da noch. Oder lass es. So. Packst du nicht. Such dir mal einen neuen Fahrgast. Einfach nur scheiße. Bad. Who's bad? Hasen. Hasen. Ist ja geil. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist geil, ja? Maskottchen. Ui. Das wäre Hammer, wenn du da in den reinfahren würdest. Der liefert bestimmt Benzin oder sowas Explosives. Dann wird es kaboom machen. Nicht ins Wasser. Nein! Du bist aber nicht im Wasser. Alles gut. Ist gut. Ich hab grad gedacht. Spring! Oder keine Ahnung. Wow, gut gelöst. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. WTF. Hast du das gerade gesehen? Ja, die Bunnies haben es ähnlich. Und rein ins Wasser. Aber du kannst da ja wenigstens hochfahren. Das habe ich am Anfang gemeint. Da gibt es so... Ja, egal, vergiss es. Rückwärts, vorwärts, jumpen. Nutten? Das ist Sänger. WTF, weißt du, das ist richtig geil. Erst bist du so fucking langsam und dann plötzlich wieder so richtig schnell. Alter.
WTF. Ich habe jetzt genauso viel Zeit für die Leute abliefern wie insgesamt Zeit. Das ist natürlich das Optimum. Also besser kann es gar nicht gehen. Also Fraps-Zahl ist normal. Jetzt gegen Schluss. Ja, wobei, na, ist und bleibt bei 20. Das war's. Ah, Foul! Ah, das kriegst du hin. Foul! Ah, das regt mich ja richtig auf mit dem scheiß Vorwärtsgang und Rückwärtsgang. Ja, das kannst du laut sagen, aber mein Gott. Links! Nicht dran vorbeifahren. Achso, du musst ja zwei Leute abliefern. Na das kannst du vergessen. Das kriegst du nicht hin. Jump noch ein bisschen. Ist das Mondlicht an der Wand, oder? Fahr da hoch. Jump da hoch. Links. Das ist bestimmt machbar. Jump. Ah, geht nicht. Also, das war's jetzt. War ich im Endeffekt scheiße. 7 Kunden. Oh, vor allem, dass es bei mir gehängt. C, willkommen im Club. Gratulation. Gut, also das war's jetzt hier mit Crazy Taxi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ist auf jeden Fall cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man bestimmt irgendwie so irgendwie bei so einem Baumarkt oder sonst. Oder bei einer... Jetzt nicht mehr. Ah ja, oder... Auf Amazon gibt's das vielleicht. Amazon. Irgendwo könnt ihr es auf jeden Fall. Ihr findet es bestimmt. Dann würde ich mich jetzt verabschieden und sagen Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Guckt doch bei unserem anderen Let's Plays vorbei. Und damit würden wir uns verabschieden. Genau, macht's gut. Tschüss. Und bleibt uns treu.